Hallo Leute, Marc Bellinghaus, euer Influencer. Wir müssen heute mal ein paar Worte reden über die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Das ist eine Genossenschaft, die ist eigentlich für Schauspieler da. Aber wie ich gerade in zwei Videos bewiesen habe, im Fall Raphael Westermeier, ist sie eigentlich nur ein kleiner Blinddarm von Deutschen Bühnenverein. Denn ganz offensichtlich haben sich hier Leute hinter mich gestellt, sondern vor mich. Und das heißt, es ist ganz klar, was Herr Rechtsanwalt Schwanninger, hier ist er, was er getan hat und was er tut und was auch alle anderen hier, Herr Schubbe und, ja. Es ist eigentlich absolut unfassbar, wenn man sich überlegt, hier, ich zeig's euch nochmal, ich bin der Stellvertreter von Luca Ponti. Ich bin öffentlich, ordentlich in dieses Amt der Deutschen Künstlerhilfe gewählt worden. Hier oben drüber ist Landesmusikrat Ingrid Barth, Theater Bonn, Stellvertretung Klaus Belzer, Landestheater Detmold. So, jetzt sagen mir in einer E-Mail zum Beispiel Schwanninger, der Rechtsanwalt, verklickern mir, sie sind nicht offiziell und bliblablo. Hier, schauen Sie sich an, das ist seit Monaten hat der Herr Schwanninger meine Nachrichten. Ich kann ihm keine E-Mails senden, weil er kein Interesse hat. Ja, er hat hinter den offiziellen, der hat eigentlich mit dieser Frau, die 45 Leute rausgeworfen hat, einfach so. Hat mir auch Herr Westermeier erklärt, das darf sie ja. Ja, die darf. Natürlich darf sie das, das wissen wir alle. Aber warum geht ihr eigentlich auf die Straße für bessere Verträge, wenn ihr im Hinterrücks da sagt, ja, ist schon richtig so. Das ist nämlich hier der Fall und das ist ein Skandal. Das ist wirklich ein waschechter, beschissener Skandal von euch Genossen. Genossen, ihr genießt nämlich nur eins und das ist diese herrlich bunte neue Webseite, ja? Das ist das Einzige, was ihr genießt. Deswegen seid ihr Genossen. Ihr genießt euren Status als Genossenschaft, die nichts für andere tut. Ihr habt alle meine Anfragen bisher. Ich bin 1985, als ich am Residenztheater angefangen habe, als junger komplett grün hinterm Schnabel Schauspieler, bin ich in die GdBA, da war das noch ein bisschen was anderes. Da war das hier nicht nur so ein selbstfeiernder, selbstherrlicher Verein, der sich auf den Rücken klopft für jedes Heft, was er macht und wo auf jedem Heft steht nur krass drauf, jetzt zum zweiten Mal. Und der Wortschatz ist, es wird Englisch und Deutsch publiziert. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kenne hier nicht viele Amerikaner, die hier arbeiten. Warum macht ihr nicht auch noch Italienisch, Französisch, was weiß ich für Sprachen noch? Das wäre doch auch schön. Dann habt ihr nämlich noch ein bisschen was zu tun, weil offensichtlich wehrt sich der Herr Schwanninger komplett mir zu helfen. Hier, Rechtsanwalt Wolfgang Schwanninger, Künstler und Jurist, genau. Aktuelles, klicken wir mal drauf. Ja, er stellt sich sehr schön da. So sieht er zwar überhaupt nicht aus, aber er würde gerne so aussehen. WS, da, genau. Herr Schwanninger, warum machen Sie nicht eine Klage gegen mich? Dann haben Sie doch auch was zu tun. Dann können Sie auch der Frau, Ihrer besten Freundin hier, Frau Kost-Tollmein vom Theater Münster, können Sie unter die Arme greifen. Sie haben mir ja schon versucht, meine ganzen Beweise rauszulocken. Ja, in E-Mails und haben gesagt, so und so, und dann arbeiten sie hinterrücks für den größten Betrug am Theater Münster. Das muss man sich wirklich erstmal vorstellen,
was das hier für ein Schweineskandal ist, was die hier tun. Sehr geehrter Herr Bellinghaus, gerne werfen wir im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft und nach maßnahmegültigem Rechtsschutz, bla bla bla. Natürlich, natürlich helfen Sie gerne mir nicht. Das haben Sie ja bewiesen. Sie haben ja bisher alles, was ich gemacht habe, abgelehnt. Dann kommt er hier, kommt dieser Mann, kommt er auf CEMIS Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung. Ja? Wisst ihr, was CEMIS macht? Die schicken dich weiter, wie alle anderen, wie der Weiße Ring und alle. Die schicken dich alle weiter, keiner will dir helfen, keiner. Und das ist der große Skandal in diesem Scheiß-Business, was sich hier nennt Theater, Film und Fernsehen Deutschland. Das ist ein ganz armseliger Skandal. Und Sie, Herr Schwanninger, ich wäre sowieso nicht mit Ihnen gegangen. Überhaupt nicht. Weil Sie arbeiten eigentlich nur für die Intendanten. Was, das habe ich hiermit bewiesen. Sie machen nichts. Sie machen große Worthülsen. Sie schwingen irgendwelche Reden. Sie hocken da, wenn irgendein Parteitag ist und tun auf wichtig. Aber in Wirklichkeit treten Sie den Leuten, die was tun wollen, in den Arsch. Und Sie haben mich blockiert. Das habe ich ja eben schon gezeigt. Was haben wir denn noch da? Ich habe genug Briefe und E-Mails und auch von dem Herrn Westermeier. Herr Westermeier hat mir wortwörtlich gesagt, ja, dass die Frau Kostolmein das Recht hat, die Leute rauszuschmeißen. Das hat mir der wunderbare Vertreter von Frau... Das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne weiter hinterherlaufen hinter diesen Leuten. Ich mache das nicht. Ich habe meine Erfahrungen gesammelt. Jetzt wird mir hier in den Rücken gefallen. Es wird mir behauptet, ich wäre nicht gewählt worden. Ich wäre nicht offiziell. Das ist doch ein absoluter Irrsinn, was hier abgeht. Ja? Und insofern, ich werde das jetzt weiter beleuchten. Und es sieht nicht gut aus für diese Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, weil die nichts, aber auch gar nichts für 45 Leute, die unfassbarerweise in der Höhe von Corona und nur einen Monat vor Weihnachten rausgeflogen sind. Und darum geht es hier, Herr Schwanninger, darum. Und nicht um Kinderhaus, ich scheiß auf Kinderhaus oder Kinderhäuser, was sie mir geklaut haben. Ich werde das sowieso gewinnen, weil die Leute nicht verblödet sind. Das Publikum ist nicht verblödet. Ich habe Fußarbeit gemacht. Ich war jeden Abend vorm Theater und habe mit Leuten geredet. Und Frau Kostolmein wird gehasst. Sie wird nicht gemocht wegen ihrer künstlerischen, unkünstlerischen Arbeit, weil es wirklich ein grauenvoller Spielplan ist. Und das ist die Wahrheit, Herr Schwanninger. Sie brauchen gar nicht versuchen, auf mir rumzukloppen. Ja, das ist nicht richtig. Und hier, ich zeig euch nochmal, da sitzt ein echter Verräter. Ein Verräter seiner Schauspielkolleginnen und Kollegen. Und ich würde gerne, dass Sie, Herr Westermeier, mal ein Video machen. Erzählen Sie doch mal einfach, sagen Sie doch mal richtig, hängen Sie doch mal Ihren Landesvorsitzenden richtig raus und sagen Sie, der Herr Bellinghaus ist irre geworden. Können Sie ja so machen wie der Herr Tollmein, der Professor Dr. Tollmein, dem Sie auch in den Arsch kriechen. Und das ist die Wahrheit, ja? Anstatt einem Schauspieler, der hier wirklich Gott und die Welt aufnimmt, ja, dass sie da mal ein bisschen unterstützen als Schauspieler, als Aktivist, als Offizieller von einer Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Sie tun so, als würden sie für den Deutschen Bühnenverein schon arbeiten. Wir wissen ja alle, dass das ihr Ziel ist. Sie wollen in die Politik, sie wollen mal Bundeskanzler, Reichskanzler oder was weiß ich, vielleicht sogar Papst auch werden. Ja, das wissen wir, Herr Westermeier. Nur ich habe die Schnauze von Ihrem blöden, arroganten Egoismus satt, gestrichen voll. An jeder Ecke lassen Sie einen Haufen, heben Ihr Bein und pissen gegen die Wand und sagen, dass Sie der Landesvorsitzende und der Vertreter von der ganzen deutschen demokratischen Rechtschreibung und allem sind. Sie müssen wirklich sich mal ein bisschen überlegen, was Sie tun. Sie helfen einer Frau, die 45 Leute rausgetreten hat. Sie sind peinlich und nichts anderes.